auf der G-Man Fight Night mit Carlito Cumic, der einen Wahnsinns-K.O. hingelegt hat in der zweiten Runde. Liebe Boxfans, ich glaube, heute Abend werden wir einige K.O.s sehen. Unter anderem von diesem jungen Mann hier, 22 Jahre alt, absolutes Boxtalent, Schwergewicht, wie ihr sehen könnt. Carlito, erzähl uns ein bisschen was. Wie hast du dich im Kampf gefühlt? Erste Runde, zweite Runde, wie war dein Gefühl? Das war unser Plan. Genau so, wie wir es uns vorgestellt haben, lief es auch. Wir sind überglücklich. Mein Team, mein Vater, mein Bruder, mein Manager Seat, mein großer Bruder Georgie, alle dabei mit Neck. Wir haben ein Familiending draus gemacht und es lief einfach perfekt. Die Vorbereitung lief. Wir sind auf das frühe K.O. gegangen. Wir haben uns auf den Gegner gut eingestellt und dann hat die rechte Karte gesessen. Wie ist dein Eindruck bisher von der Veranstaltung? Rainer Gottwald stellt immer Wahnsinns-Box-Events auf die Beine und gibt eben auch jungen Sportlern dann hier eine Plattform, denn du bist am Anfang deiner Karriere, es steht noch einiges an. Sag was zur Veranstaltung und eben auch zu Rainer. Rainer ist die absolute Nummer 1 im deutschen Boxen, da gibt es keine Frage. Keiner kann ihm das Wasser reichen in Deutschland. Die Veranstaltungen, die Boxer, alle mega. Wir haben ein Team jetzt von 3 Schwergewichtern. Daniel Dietz, Europameister, Temo Manujan steht auch 8 oder 9-0. Ich jetzt als Neuer, ich stehe jetzt auch bei 4-0. Wir wollen in Deutschland alles angreifen und dazu sind wir jetzt mittlerweile fast bereit. Es gibt einen jungen Mann, der dich herausgefordert hat. Namens Yildirim, ein Schwergewichtsboxer. Was sagst du dazu? Hast du Lust, gegen ihn am Ende des Jahres zu kämpfen? Natürlich, wir sind jeder Herausforderung gewachsen und wir sind darauf bereit. Wir sind bereit dafür, gerade nach dem Sieg. Er ist auch in der Halle, habe ich gesehen, er hat den K.O. gesehen. Da kann er sich auf Dezember auf ein weiteres K.O. einstellen. Ja, und wir freuen uns im Dezember auf eine weitere Veranstaltung, wo wir unter anderem Carlito Cumic sehen werden gegen den Gegner, der ihn hier herausgefordert hat, namens Yildirim. Wir sind gespannt, mehr von dir zu sehen und bis bald. Vielen Dank, ich danke euch, bis bald.